Seit über 70 Jahren existiert das palästinensische Flüchtlingslager Ain al-Hilwi im Libanon. Eine Mauer begrenzt das gerade einmal 150 Hektar große Lager, in dem heute über 100.000 Menschen leben. Manche Familien seit Generationen und ohne Perspektive. Doch überall, wo Menschen leben, gibt es die Sehnsucht nach einer Zukunft. Und wenn eine Mauer diese Sehnsucht begrenzt, bleibt nur der Weg nach oben, auf die Dächer. Eine Frauenkooperative hat im Flüchtlingslager mit dem Bau von Dachgärten begonnen, um Frauen und Familien eine Perspektive jenseits des jahrzehntelangen Stillstandes zu geben. Mit den Dachgärten wächst etwas Neues. Eine Alternative zum tristen Campalltag. Eine Chance auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Mit der Ernte können die Frauen ihre Familien versorgen und mit Unterstützung der Frauenkooperative verkaufen sie das Gemüse auf Märkten außerhalb des Lagers. Außerdem werden Produkte wie Marmeladen und Aufstriche produziert. Die Gärten bedeuten für viele Frauen einen Schritt zu ökonomischer Unabhängigkeit und Emanzipation. Die ersten 10 Gärten sind bereits gebaut. Jetzt wollen wir die Frauenkooperative beim Bau von mindestens 50 weiteren unterstützen. Jede Spende zählt und zahlt sich unendlich aus.